So, herzlich willkommen. Ich hatte heute Morgen als erste Runde gleich eine Runde. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ihr könnt sie auch bei Twitch gucken mit den Originalkommentaren oder hier eben halt mit den Nachkommentaren. Aber sie war so schön, dass ich mir gedacht habe, die müsste ich euch mal zeigen. Ne? Wir sehen die Übersicht, kein Flugzeugträger, nur ein U-Boot dabei. Alles wunderbar. The Young, the Smolle ist natürlich gefährlich. Eigentlich sind zwei Yoshinos auch gefährlich. Ne? Also kein schwaches Team auf der Gegenseite. Ganz im Gegenteil. Mecklenburg, ne? Also sind wirklich starke Gegner dabei. Aber von sowas lassen wir uns ja nicht einschüchtern. Ach, das ist ja lustig. Dass er jetzt oben die Dings auch anzeigt. Mucke hier runter drehen, ne? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Ich habe gerade gar keine Maus. Einstellung, doch jetzt habe ich wieder eine Maus. Steht da nicht auf 25%. So, jetzt haben wir die. Haben wir die Mucke mal ein bisschen runtergedreht. Ja, und da kommen schon wieder die ersten, die Rückzug, ne? Natürlich als erstes immer Flak aus, auch wenn kein Flugzeugträger da ist. Man geht ja auch für die Dingsgeschütze auf. Für die, na. Für die Geschütze, für die Flugzeuge gegen die U-Boote auf. Und dann hat man ungefähr eine Richtung, wo jemand ist, und das möchte ich halt nicht. Ne? Und deswegen habe ich das hier mal kurz abgeschaltet. Wir gucken noch mal rein. Kenne ich irgendjemanden? Nö. Auch kein Team Krado dabei. Nö, zum Glück nicht. Niemanden, den man irgendwie belastet. So, das U-Boot und seine Torps raus. Ich habe mir gedacht, ja, kann ich auch. Was der kann, kann ich schon lange. Erstmal in die Richtung, von dem man cappen könnte. Mit einer Ahlan cappt man nicht. Immer schön bedenken, bitte. Macht man nicht. So. Aber wir drehen wieder komplett. Natürlich fahren wir nicht zurück, zu Lück, sondern wir drehen einmal komplett und versuchen aufzuklären. Was das U-Boot grundlegend natürlich noch besser kann als wir. Aber jetzt haben wir schon mal eine Vermont gesehen, die sich gerade selbstständig aufgemacht hat. Warum das U-Boot jetzt zum Beispiel unter Wasser fährt, ist mir ein absolutes Rätsel. Ihr seht es an dem Strich unter dem Dings hier, unter dem TP-Strich. Das ist seine Luftmengenanzeige. Na, das ist seine. Und da fragt man sich wirklich, warum fährt er so weit vor und versucht so aufzudecken? Man weiß es nicht. Die Sion fährt leider nirgendwo hin. Das U-Boot hat mich aufgedeckt. Was das U-Boot damit bezweckt hat, offen in den Cap reinzufahren, ist mir ein Rätsel. Ich kriege jetzt natürlich gut Schaden auch ab. Das darf man nicht vergessen. Und ich bin jetzt auch durch Dings auf. Macht aber nicht viel Schaden, zum Glück. Macht wenig Schaden, um nicht zu sagen. Ich bin immer noch offen. Jetzt bin ich nicht mehr offen und gleich werde ich trotzdem noch mal vor das Programm getroffen. Obwohl ich schon seitlich weggefahren bin, aber egal. Sowas passiert halt. Schicken wir ein paar Torps rein einfach. Ne? Das ist ja nicht. Torps fressen ja kein Brot. Und jeder Torp, ne, also nebenbei ist das U-Boot gestorben, ne? So was passiert halt mal. Vorteil bei der Halland ist eben halt auch wirklich einfach, ihr habt 15 Kilometer Torps, ne? Das ist eine sehr geniale Sache. Ne? Das macht schon Spaß damit. Ne? Damit kann man definitiv arbeiten. Irgendjemand will schon wieder, dass man zurückkommt. Die Monty soll zurückkommen. Ja.
So, irgendwas treffen wir gleich. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, die Vladi kriegt einen ab. Naja, die Vladi kriegt einen ab. Genau. Einen leider nur. Ein Torb trifft leider nur insgesamt von 10. Ist halt immer ein bisschen traurig irgendwie, ne? Das ist dann. Ne? Jetzt kommt die Vermont mal ein bisschen vor. Ich bin in 4 Sekunden wieder Torb ready. Ich schieße trotzdem breit. In der Hoffnung, dass wir irgendwas erwischen. Engine Boost deactivated. Die Vladi fährt jetzt rückwärts. Das ist jetzt wieder das neue Hobby der Schiffe. Immer bedenken, rückwärtsfahren ist in den seltensten Fällen das Schlauste, außer ihr fahrt rückwärts hinter eine Insel. Dann kann das definitiv mal Sinn machen. Ansonsten macht es sehr, sehr wenig Sinn, rückwärts zu fahren. Wenn ihr offen seid, ist es immer besser, einmal den Dödel einzustecken. Auch lokal Walter steht ein bisschen im Weg rum. Na, ist ein bisschen nervig schon so ein Lokal Walter. Na? Jemand, der U-Boot fahren irgendwie nicht erfunden hat, keine Ahnung. Jetzt kriege ich kurz vor der Z-52 aufgedeckt. Und das erste Mal wirklich ein Top-Team wieder mal, muss man einfach sagen. Problem solved, Mir Sir. gleich geholfen, ohne dass ich darum gebeten habe, sondern gleich von selbst auf die Z-52 geschossen. Meine Torps sind wieder ready. Besser kann es gar nicht gehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Z-52 wieder zurückfährt. Man weiß es nicht. Eigentlich, wenn man den Nebel nach außen setzt, fährt man nicht, bleibt man da nicht stehen, weil jeder kann sich ja ausrechnen, dass theoretisch man außen steht. Wenn es auch anbietet, dann da draus zu flüchten, haben wir nochmal umgeguckt, wer alles da ist. Finde ich immer viel besser als auf der kleinen Karte. Selbst die, die jetzt den halben Bildschirm einnimmt. Ne? Zack, irgendjemanden habe ich getroffen. Damit haben wir die ersten zwei Torptreffer. Das ist jetzt kein Riss. Für die Menge an Torps, die wir rausgejagt haben, ist das definitiv kein Riss. Wir wissen aber, es kommen die nächsten Torps und die nächsten Torps sind immer gut. Da gehen die leider an der Vermont vorbei. Und da hören sie leider auch auf. Ich gehe das Risiko ein. Das muss man manchmal. Manchmal muss es einfach Mumm sein. Ne? Dann muss man einfach auch mal das Risiko eingehen, dass der Zerstörer da noch steht. Auch wenn man nicht davon ausgeht. Verloren haben sie bisher ihr U-Boot und eine Yoshino. Ja, Yoshino verleitet bei vielen Menschen, auch bei mir hat es mal am Anfang dazu verleitet, irgendwie quer zu stehen. Das ist definitiv nicht das Schlauste, was man mit einer Yoshino machen kann. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Die sind auch schön eng beieinander, die Torps. Grundlegend perfekt, wenn die Vermont nicht durch irgendwas, wahrscheinlich wird der Zerstörer davor sein, noch mitgekriegt hätte, dass die Torps da kommen. Und somit wird es leider nur ein Torp sein, der trifft, glaube ich. Ja, ist nur ein Torp, löst aber einen Wassereinbruch aus und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann er das Ding gerade nicht heilen. Ich habe jetzt hier ein Dings davor, das ist ziemlich ärgerlich, den Kurfürsten, der hat mich leicht überrascht. Deswegen setze ich sie jetzt sicherheitshalber einfach mal eng. Und auch auf die Vermont, die sich so wunderbar bewegt und scheinbar irgendwie überhaupt keine Lust hat, ihre Zielrichtung mal zu ändern.
und nicht begreift, dass man mit einer Vermont auch nicht Breitseite, auch mit einer Vermont nicht Breitseite zeigt. Wobei, wenn die Leute so gut treffen wie unser Team, dann muss man sich natürlich auch nicht verstecken. Dann kann man auch Breitseite stehen, wie man sieht. Und dann ist das nichts, wovor man Angst haben muss. 3 Torbtreffer haben wir bislang. Zack, da habe ich nochmal wieder irgendjemanden getroffen unterwegs. Und bei der Vermont wird es jetzt noch schöner werden, denn die Vermont hat beschlossen, sie möchte einige Torps mitnehmen. Insgesamt 3 Stück und den nächsten Wassereinbruch verursacht. Und das Schöne ist, den kann sie nicht heilen. Der Kurfürst stirbt gerade. Da tickt jetzt mein Schaden wunderbar hoch durch den Wasserschaden an der Vermont. Das ist sehr, sehr angenehm. Damit haben wir 7 auf einen Streich. So. Da bin ich jetzt wirklich mal davon ausgegangen, dass sie irgendwie dahin fährt, aber jetzt habe ich wirklich mal auch gedacht, Mensch, die Vermont, die dreht doch bestimmt gleich ab. Die dreht voll ab gleich. So. Ah, die Smolle ist allerdings zurückgefahren. Das war eine Fehleinschätzung. Jetzt sehe ich natürlich nicht besonders viel. Unser U-Boot, keine Ahnung, was das hier gemacht hat. Der Lokal Walter hat hier hinten irgendwie rumgestanden. Ich weiß nicht, ob da habe ich den Torbtreffer für meinen Bonus am Kapitän bekommen. Heißt, für den Torbtreffer verringert sich nochmal meine Torb-Nachladezeit. Der nächste Torbtreffer. Teammate, I need your support. Na, das ist, ich weiß nicht, was der da so rumsteht. Na, das voll geladen, ne? Zack, wieder ein Torbtreffer. 9 Torbtreffer. Die Vermont fährt jetzt nach da hinten hin. Die Smolle kommt da auch links. Da habe ich mir jetzt wirklich gedacht, ich schieße mal drauf. Nachdem es so schlecht nicht für uns steht. Und zumal ich nicht für die Smolle aufgegangen bin. So. Könnte man einfach mal machen. Ich habe keine Ahnung, was die Dings macht. Das U-Boot, also Lokal Walter, bitte tu uns allen Gefallen, lösch das Spiel oder beziehungsweise spiel keine U-Boote. Das ist kein Schlachtschiff, damit steht man nicht irgendwo hinten rum und wartet auf besseres Wetter. Ist einfach so, macht man nicht. Na, so, jetzt haben wir hier schon sehr gute Unterstützung. Die Smolle hat gerade ganz gut auf einmal gekriegt. Und die Vermont hat beschlossen, ja, so U-Boot-Torps finde ich schon gut. Die nehme ich durch Zufall dann auch mal mit. Drei Stück treffen, oder? 2 treffen. Und dann sieht man die schöne Reihe, die ich da noch reinsetze. Wofür es aber dann schon zu spät ist, leider. Weil sie schon vorher stirbt. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Ja, kann man so machen. Ne? Lustig, dass er jetzt in dem Replay oben das vom Twitch anzeigt. Das finde ich echt sehr amüsant. So, wir haben 9000 EP gemacht. Wir haben 102.000 Schaden gemacht. 10 Torbtreffer. Ja, sind 2 volle Ladungen, wir sind aber immerhin auf Platz 5 gekommen und wir bedenken bitte, kein einziges Schlachtschiff. Die Monty ist hier, ne? Müssen wir uns gar nicht drüber halten. Ne? Oh, ein bisschen Geld verdient haben wir, ein bisschen verloren haben wir auch, aber passt schon so. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis Danny, ciao, ciao.